Servus zu Barbecue aus Franken. Was fällt auf? Es ist nicht Mittwoch und somit gibt es eigentlich auch kein Rezept heute. Heute gibt es eine Produktvorstellung. Ich habe von grillrost.com ja schon einige Artikel getestet, bin da rundum zufrieden und jetzt habe ich hier einen neuen Grill stehen. Und dieser Grill, der hat eine Infrarotzone, also sprich als Seitenbrenner, eine Infrarotzone, und da gibt es diesen Windschutz von grillrost.com, den werden wir heute mal ausprobieren. Und natürlich die Grillspieße dazu, es bietet sich ja an. Die Geschichte hat hier so Einkerbungen und die kann man prima dazu nutzen. Ich packe das mal aus und dann schauen wir mal drauf. Ich habe das Ganze mal ausgepackt. Hier liegt es. Wir haben, das ist ein Teil, diesen Windschutz. Richtig schön massiv, die ganze Geschichte. Und ich mache das nicht, wenn ich nicht sicher wäre, dass die gerade entgradet sind, oder die Kanten entgradet sind, so rum. Da passiert nichts, da ist alles gut, da kann man sie nicht verletzen, das passt. Und ich drücke, glaubt mir's, ich drücke hier drauf. Also, alles in Ordnung, richtig schön gemacht, alles sauber ausgelasert, vermute ich einmal. Aber wie gesagt, ich bin da kein Produktentwickler, ich kenne mich da nicht so aus, wie das gemacht wird als solches. Ist auch nicht so wichtig für uns Anwender, sondern wichtig ist für uns, dass wir eine gute Qualität bekommen. Und das sieht wirklich nach guter Qualität aus. Schätze mal, 1,5 mm Stahl dürfte das sein. Das ist massiv, das ist stabil, das ist gut. Was ist noch, oder was habe ich jetzt noch hier liegen? Ich habe diese drei Spieße, die in dem Set sind. Auch richtig schön Stahl und auch richtig massiv. Auch da ist nicht scharfkantig, aber spitz genug, um richtig schön Fleisch aufzuspießen. Ich schätze mal, das sind so 2 cm, die das Ding breit ist. Da kann man also auch richtig schön so Kebab drauf machen, so Hackfleisch. Das wird bestimmt gut, das machen wir mal. Und was haben wir noch? Wir haben Holzgriffe an der ganzen Geschichte dran. Die Griffe sind nicht eingelassen. Ich empfehle, also so mache ich es zumindest, das werde ich jetzt gleich tun, mit ein bisschen Öl, also so ein Holzschutz, Holzöl, aus der Lebensmittelgeschichte natürlich. Also ich werde Leinöl verwenden. Die Griffe ein bisschen einzulassen, hält sich einfach dann länger die ganze Geschichte. Aber es sieht richtig schön, richtig massiv aus und richtig gut. Das wollen wir hier mal aufsetzen auf den Grill. Ja, der Windschutz, der passt also wirklich richtig schön exakt in diese Aussparungen rein. Das heißt also, unsere Höhenverstellung bleibt uns nach wie vor erhalten. Das können wir genauso gut nutzen. Und wie gesagt, das sitzt also richtig schön bombenfest da drin. Richtig gut. Da kann es auch wirklich mal ein bisschen erwinden. Und ja, es beeinflusst unseren Brenner nicht so arg. Dank den Aussparungen, die da in der Windschutzgeschichte sind, passen natürlich diese Spieße auch hervorragend rein und lassen sich da wunderbar verdrehen, verstellen. Da brennt nichts an, das wird gut. Also ich denke, die ganze Geschichte hat, so wie sie dasteht, Potenzial für richtig schönes Grillen über der Infrarotzone. So, die Sache macht mich jetzt doch ein bisschen neugierig. Ich habe gedacht, ich lasse es heute mal bei den reinem Zeigen des Materials und was da so drinnen ist. Aber ich bin jetzt neugierig. Ich muss jetzt wissen, wie das funktioniert mit diesem Hochtemperaturteil und den Spießen. Da bin ich schon neugierig. Also gehe ich jetzt ein bisschen einkaufen, hole ein bisschen Material und dann machen wir uns mal so 2, 3 kleine Spieße hier. Das Ergebnis meines Einkaufes. Wir werden Lamm machen. Ich mache so Lammspieße in Art einer Sish-Kebab. Ich hoffe, ich spreche das so halbwegs richtig aus. Wenn nicht, zieht es mir nach. Ja, was haben wir denn sonst noch auf dem Brett? Ich habe verschiedene Gewürze. Das ist Thymian, Oregano, Rosmarin, Basilikum und ein bisschen Salz. Dann haben wir Zitrone, da brauchen wir den Abrieb davon. Wir haben Knoblauch, den müssen wir noch klein hacken. Tomaten für die Spieße später. Dann haben wir noch Spitzpaprika und ein bisschen Olivenöl. Dann machen wir mal die Marinade. Zuerst geben wir das Olivenöl in die Schüssel. Ja, und als nächstes, was ja relativ einfach ist, die Gewürze bzw. die Kräuter dazu. Dann brauchen wir Knoblauch. Den Knoblauch tun wir ein bisschen fein pressen oder hacken, je nachdem, wie ihr lustig seid. Geben das Ganze in die Schüssel. Ja, nächster Arbeitsschritt ist dann das Vermischen. Und ein bisschen wenig Öl, da können wir noch ein bisschen was dazu tun. Ihr nehmt bitte die Mengen aus dem Rezept, findet ihr unten als PDF. Also, so sollte es gut passen. Jawohl. Dann müssen wir als nächstes das Fleisch machen. Das portionieren wir uns in passende Stücke. So komplett, also sprich die ganzen Teile. Und dann geben wir es einfach in die Marinade und vermengen das Ganze. Und halt aus, ich habe was vergessen. Zitrone, die muss natürlich auch noch rein. Ja, dann machen wir es halt ein zweites Mal.
und das Ganze noch vermischen. Das Ganze jetzt abdecken und in den Kühlschrank mindestens 2 Stunden. Ich habe dem Fleisch jetzt doch über Nacht Zeit gegeben, Aromen zu ziehen. Warum? Meine 2 bis 4 Stunden hätten sicher ausgereicht, um das zu machen. Hätte also guten Geschmack abgegeben, aber über Nacht zieht es einfach doch ein bisschen intensiver ein in die ganze Geschichte. Zumal das Wetter für heute gut angesagt war und wir müssen heute auch was essen. Also, habe ich das schon mal gemacht. Genauso gut habe ich natürlich schon die Spieße fertig gemacht. Heute liegt der Fokus auf dem Produkt, sprich auf diesen Grillrost.com Windschutz und den passenden Spießen dazu. Deswegen habe ich euch heute mal diese Spieße stecken erspart. Sport, aber ich glaube, man sieht es, Tomate, Fleisch, Paprika, das wiederholt sich, ganz einfach zu machen. Ja, dann werden wir die ganze Sache mal ausprobieren. Bin gespannt, ob diese Hitze, diese Mörderhitze, die von dem Infrarotbrenner kommt, die Sachen hier gut durchgart und nicht verbrennen lässt. Also das ist so die Gratwanderung, wo ich auch mal sehen möchte, funktioniert es. Ja, dazu müssen wir es natürlich aufsetzen. Zünden wir den Infrarotbrenner. Und dann setzen wir mal einen Spieß ein. Da sind wir rein. So, idealerweise werden die Spieße gesteckt, so dass in der Mitte des Fleisches. Also hier passt es richtig gut. Hier glaube ich, bin ich ein bisschen weit außen. Das müssen wir mal ausprobieren, weil wir natürlich nur die Breite vom Brenner haben. Das habe ich beim Stecken der Spieße nicht bedacht. Müssen wir einfach mal gucken, wie es jetzt so wird. Aber es sieht schon mal gut aus. Ich meine, wir haben hier auch noch gut Hitze. Schauen wir mal. Jawohl. Brot, das lege jetzt erstmal mit oben drauf, da kann man es auch schön warm machen. So, ich glaube, unsere Spieße sind fertig. Ich nehme es mal runter und ja, dann versuchen wir. So, also das Ergebnis als solches sieht richtig gut aus. Die Spieße und der Windschutz, die haben ihren Zweck erfüllt mit der Hochtemperaturzone. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schmeckt die ganze Sache. Aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Schaut es nicht lecker aus? Sensationell. Ja, in dem Video geht es natürlich selbstverständlich in erster Linie um die Funktionsweise von diesem Windschutz bzw. den Spießen. Und ja, vom Ablauf her, von der Funktion, war das richtig gut. Ich habe Bedenken gehabt, dass man so die Tomaten oder die Paprika relativ schwarz werden. An den Spitzen mag das vielleicht aber durchaus ein bisschen sein, aber das sind halt gegrillte Paprika. Schaut auch nicht anders aus, wie wenn er es auf den Grill legt. Und also da ist nichts passiert, das ist richtig gut, das Fleisch hat richtig schön Farbe angenommen. Bedenken hatte ich natürlich auch ein bisschen mit dem Olivenöl bzw. mit den Kräutern, dass man das verbrennen würde. Aber rein von der Optik her, muss ich sagen, ist da überhaupt nichts. Das Fleisch hat schön Farbe angenommen, die Kräuter sind nicht verbrannt. Ich sehe sie zum Teil noch richtig gut. Also da ist nichts schwarz geworden. Und ja, also das hat mich jetzt schon mal richtig schön überzeugt. Überzeugen wird mir jetzt sicher auch der Geschmack vom Fleisch. Ich probiere es einmal so ganz am Rande heute nur. Natürlich, ist ja ganz klar. So, also her mit so einem Spieß. Stück Lamm ab vom Gargrad. Ach herrlich. Ich habe hier noch, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, einfach zu weit weg, eine zart rosa Schicht noch drinnen. Richtig gut und saftig wird es natürlich dann auch sein. Mmh. Lecker. Mmh. Diese Marinade ist der Knaller. Also richtig, richtig gut. Tomaten und Paprika brauchen wir jetzt nicht probieren, das mache ich dann in aller Ruhe, wenn die Kamera aus ist. Aber ich kann einmal mit einem Fazit kommen und da würde ich sagen, ja, einfach perfekt. Wenn ihr jetzt nicht gerade 10 Leute habt, dann ist sowas richtig schön. Ganz klar, bei 18 Leuten,
kriegt ihr natürlich die Menge nicht so schnell her, müsst ihr halt auf Etappen machen, die ganze Geschichte. Aber wenn ihr eh sagt, ich schaffe mir diesen Windschutz an, ich brauche einen Windschutz für meine Infrarotzone, dann würde ich zu sowas greifen, wo man richtig schön die Spieße einstecken kann. Spieße natürlich dazu, dann ganz klar, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr das eben auch so machen könnt. Und finde ich richtig gut. Schaut euch einmal bei grillrost.com auf der Seite um. Ich verlinke es euch. Und Preise und so weiter, damit habe ich nichts zu tun. Das ist alles Sache von grillrost.com. Ich kalkuliere nicht diesen Preise. Ich schaue mir die Produkte an und sage, dann sind sie gut, sind sie nicht gut. Ich bin der Meinung, da passt alles. Da ist alles von der Qualität her so gut, dass es auch seinem Preis gerecht wird. Und ja, es muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das denn kaufen möchte oder nicht. Von mir gibt es lediglich eine Empfehlung, wie es ist ein tolles Teil, Windschutz, die Spieße. Ich werde sicher häufiger verwenden und das kann ich euch mitgeben auf die Reise durch die Seite von grillrost.com. Ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr schreibt ein bisschen was dazu. Und wenn es bloß für den Algorithmus ist, nein, natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr was dazu schreibt. Und ich werde es natürlich auch lesen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Klickt da bitte drauf, dann seid ihr dabei. Kriegt immer mit, wenn es was Neues gibt. Vor allen Dingen, wenn ihr die Glocke hier unten aktiviert, da bekommt ihr eine Nachricht, wenn es wieder mal ein außergewöhnliches Video wie dieses hier gibt. Ansonsten haben wir ja mittwochs unsere Rezeptvideos, 18 Uhr. Und da sehen wir uns dann wieder. Also, ich bleibe euer Sven. Bis nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Bis dann. Tschüssi. Und heute wird wieder was probiert. Heute wird wieder was gegessen. Schön. Also ich mag ja Lammfleisch an sich und diese Marinade, die hat so richtig schön in sich. Geküsst werde ich heute nicht mehr, da bin ich mir sicher. Ach ja, wieder einen Dip dazu machen. Gegessen habt ihr. Mhm, das ist lecker.